Ja, hi, willkommen. Mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fallout 4. In der letzten Folge haben wir noch den restlichen Banden einige Gebiete zugeteilt und ja, es sind einige vielleicht oder vielleicht auch nicht ein bisschen wütend auf mich. Einige haben mich schon angesprochen. Ich glaube von den Jüngern oder wer war das? Weiß ich jetzt nicht. Dass ich sie doch ein bisschen mehr bevorzugen sollte. Verdammt. Ich habe wieder, weiß ich nicht, so 15 Minuten hier nach so ein paar Corki Dinger gesucht und ich finde die einfach nicht. Ich finde keine einzigen von denen. Ey, diesen Dry Rock Gulch finde ich die nicht im Dingens. Ich bin jetzt in die Nuka Abfüllanlage noch mal gegangen. Da war irgendwie so ein Questzeichen in ein Gebäude drinne. Und ja, das habe ich auch abgegrast, habe ich nicht gefunden, schon wieder. Und ja, langsam weiß ich echt nicht mehr. Aber ich habe ja so ein Medaillending gefunden. Yay! Markenautomat, oder? Verdammt. Ich dachte, da wäre so eine Medaille. Ma! Ey, ich finde ja hier gar nichts. Was soll der Scheiß? Gut, dann machen wir einfach eben mit der Story weiter, weil ich habe auch, glaube ich, schon alles hier abgesucht. Bin jetzt hier so, weiß ich nicht, so im Nebengebiet so ein bisschen rumgelaufen, weil da nur so wenig war anscheinend. Aber hier ist echt nichts mehr zu erkunden, habe ich so das Gefühl. Also ja, wir sind schon hier so gut wie fertig eigentlich. Also sprechen wir mit diesem Shank, damit es weitergeht. Gehe ich da richtig? Ja, ich glaube ja. Ja. Diese Korkis, die finde ich nicht. Die haben die viel zu gut versteckt. Ich tue ja jeden, ich tue ja jedes Teil irgendwie absuchen, jeden Stein umdrehen. Aber ich finde die nicht. Ja, voll die Verarschung. Wenn euch der Part gefällt, könnt ihr mal ein Like, einen Kommentar oder ein Abo hinterlassen. Und war ich da schon mal drin? Das würde im Part Ding. Naja, da war ich schon. Ja, klar, da sind wir rausgekommen. Das würde den Kanal sehr weiterhelfen. Und ja, so Marken muss ich auch noch finden. Finde ich auch nicht. Ey, irgendwie finde ich hier gar nichts, habe ich so ein Gefühl. Kann irgendwie nicht wahr sein. Muss ja hier mit der Story weitermachen, weil ich will jetzt, ich habe jetzt erst ein Part aufgenommen heute und ja, ist irgendwie voll verschwenderisch, weil ich will, weil nicht schon für die Woche irgendwie so ein paar Sachen hier aufnehmen. Mit einem Part nur ist ein bisschen wenig. Ich will auch mal irgendwann fertig werden hier. Ja, mach mal. Okay, dann mal los. Das ist Musik in meinen Ohren. Schenk, mein's ernst. Das wird auf jeden Fall lustig. Damit wir uns im Commonwealth etablieren können, braucht's drei Dinge: ein Gebiet, Vorräte und Loyalität. Fangen wir vorne an. Gebiet. Wir müssen eine Siedlung besetzen, von der aus unsere Bande arbeiten kann. Einen Außenposten. Und es gibt zwei Wege, neues Gebiet zu besetzen. Du kannst selbst hin und die Ortsansässigen überzeugen, abzuhauen. Oder ich stelle eine Das kann Crew ich gut. zusammen, die sie platt macht. Deine Wahl. Also Zeit für deine erste große Entscheidung. Willst du sie zum Gehen überreden oder sie ausradieren? Ich Ja, was wohl? glaube, du weißt, was ich lieber täte, Boss. Was du lieber tätest, ist mir vollkommen egal. Ich rede mit ihnen. Ich krieg sie schon dazu zu verschwinden. Kein Problem. Sobald du deine Flagge aufgestellt hast, schicke ich eine Crew rein, um alles klar zu machen. Als nächstes musst du festlegen, wer den Außenposten übernehmen soll, wenn er bereit ist. Natürlich ist jeder für eine Bande eroberte Außenposten etwas, das die anderen Banden nicht haben. Und keinem gefällt der Gedanke, dass ein Rivale einen Vorsprung erhält. Denk daran, wenn du Gebiete verteilst. Also, und welche Crew soll zu dir stoßen, wenn du dein Gebiet abgesteckt hast? Nehmen wir das Das Rudel. Rudel, klar. Ich besorge ein Steak an einer Schnur oder sowas. Man muss die Hunde ab und zu auch mal laufen lassen, oder? Dann musst du nur noch ein Ziel wählen. Also für einen neuen Außenposten solltest du einen Ort mit vielen Siedlungen in der Nähe wählen, die unsere Leute später versorgen können. Das Taffington Bootshaus, das Gutshaus Croup, die Baumschule Greentop und das Log haben jede Menge Farmen in der Nähe, soweit ich weiß. Aber ich muss noch mal in meine Notizen schauen, um sicherzugehen, dass das noch lohnende Ziele sind. Wir werden nicht jeden Job bei jeder Siedlung durchziehen können. Also, bist du bereit, den Ort für den ersten Außenposten von Nuka World zu wählen? Bin bereit. Gut. Also, was ist das Ziel? Okay.
Schneller von Quiz sind entscheidend auf Schenkste. Also ausschließlich die Quiz, oder? Um sie im Visier zu sehen. Wo will ich euch denn hinschicken? So, ja, ihr könnt mich mal Starlight Way finden. Wo ist denn hier der Red Rock Raststätte genau? Das Landhaus an der Küste. Was? Das ist so Dingens hier. County Crossing. Warte mal. Einen Moment, ich kann da nachgucken, ne? Alles in Ordnung, Boss. Sagst du noch was? Willst du mir noch ein Ziel nennen oder die Vorgehensweise? Verschieben wir das auf später. Deine Entscheidung. Ein Außenposten, ja. Und jetzt außerhalb von Lukaku, warum muss ich denn jetzt hier raus, ey? Ein Außenposten für deine Bande. Ja, dann gehen wir mal, okay. Warte mal. Sag mal, was da steht. Boah. So. Der erste Schritt einer neuen Luca World Band, einen Außenposten zu abzunehmen. Okay, ich habe mir mal notiert, und zwar habe ich fürs Rudel und für Jünger, glaube ich, zwei Sachen. Und für Unternehmer nur eins. Und? Hast du schon entschieden, wie du dir das Gebiet holen willst? Ja, warte mal eine Sekunde. Ich kann da so nachgucken. Wo sind denn hier wenig Leute oder gar keine Leute oder County Crossing zum Beispiel? Finch Farm, ne? Micah Plain. Da fängt ein Bootshaus. Schon erst so lange her, ne? Glaube ich, will zu County Crossing schicken. Weil da ist nix. Ja, und ich muss die von da aus sozusagen sagen, dass die da weggehen sollen. Okay, kein Problem. Landhaus an der Küste, wo ist das denn nochmal? Ich werde auch noch umändern später. Warte mal, wo ist hier von Dingens? Anders an der Küste, Longfellows Hütte. Ist das nicht in Dingens, Landhaus an der Küste? Ist das nicht in, boah, wie ist das nochmal? Ich rede mit Ihnen. Ist mir recht. Und welche Crew soll's... das Rudel. Alles klar. Okay. Jetzt. Und weißt du schon, wo die... Bin bereit. Gut. Also, wo bist du? Dann zeig mal. Kingport-Leuchtturm. Warum kann ich da nicht hin? Da war doch ein guter Posten. Hör mal da ein. Moment. Bin mir ziemlich sicher, dass der Laden dir gehört, Boss. Willst du da wirklich zuschlagen? Ja, natürlich. Ja, alle Siedlungen zurückholen, die du während eines Jobs im Visier nimmst. Ist das denn wichtig? Nur wenn du da weiter die Kontrolle behalten willst. Wenn du eine Siedlung für einen Job auswählst, ist damit jede Beziehung hinüber, die du mit den Leuten da hattest. Du solltest dir gut überlegen, ob du die Kontrolle über den Ort wirklich... Ja, sind noch zwei Leute, die ich mal eingeschickt habe. Also ist das weiter das Ziel? Ja. Das ist das Ziel. Ich wollte nur sicher gehen. Also, um diese Typen loszuwerden, gibt es zwei Optionen. Sie dafür bezahlen oder sie verjagen. So oder so. Je mehr Angst sie haben, desto leichter oder billiger wird es, sie loszuwerden. Nur zwei Leute. Lucy Wyeth von den Unternehmern dürfte ein paar Dinge haben, die eine Vertreibung leichter machen. Und vergiss nicht, je besser ein Ort befestigt ist und je mehr Leute dort leben, desto mehr Vorbereitungen solltest du zwei haben, Leute. Wo du sie vertreibst. Gute Jagd, Boss. Ich komme da hin, hau den einen über. Und die andere auch. Weil dann zwei. Boah.
Okay. Hey, ich soll mit einer Dings reden, ja. Gehört nicht zu den Unternehmern. Hat er nicht gerade Unternehmer gesagt? Doch mich nicht gesehen. Willst du was von den Unternehmern? Dann musst du ein paar weitere. Wie? Bin ich verarscht? Ma! Kann ich direkt hier rausschmeißen, hallo? Das ist mein Ort hier. Ich bin der Overboss. Komm, machen wir die Welt, hallo? Ja. Ups. Vielleicht gut, dass ich im Kommen werde, dann kann ich meine Sachen und so weiter alles anlagern. Hi. Sie? Overboss, ist mir ein Vergnügen. Shank meinte, du bräuchtest ein paar Hilfsmittel, um die Beziehungen mit dem Commonwealth zu entspannen. Tja, da bist du hier genau richtig. Ich habe hier Spielzeuge, die es dir erleichtern dürften, alles von diesen Bauerntölpeln zu bekommen. Als Gegenleistung möchten wir nur, dass du an die Unternehmer denkst, wenn du neue Territorien auf der anderen Gebirgsseite verteilst. Keine Sorge. Ich werde mich um deine Bande kümmern. Wunderbar. Also, als erstes was zu manipulieren. Ein selbst hergestelltes Destillat zur Imitation menschlicher Fluchtpheromone. Wirf deinem Ziel eine dieser Granaten vor die Füße. Dann wird es plötzlich viel einfacher, vorsichtige Siedler zu überzeugen. Damit alles richtig funktioniert, musste ich die Formel genau abstimmen. Bei Leuten in den großen Städten wie Bunker Hill oder Diamond City und bei Karawanenleuten wird es also nicht funktionieren. Boah. Aber in Siedlungen im Commonwealth kannst du dir damit einen echten Vorteil verschaffen. Stinkbomben? Wie schön. Probier sie erstmal aus, Overboss. Ich glaube, die Ergebnisse werden dir gefallen. Hier, ich hatte nur Material, um eine herzustellen. Ach, die Dinger. Du kannst auch das Rezept haben, falls du noch mehr brauchst. Also, das nächste Ass im Ärmel hat ein etwas breiteres Spektrum als die Granaten. Nimm ein paar Züge und jeder, mit dem du redest, wird dir bereitwillig das geben, was du willst. Außerdem habe ich das Suchtrisiko fast auf Null gebracht. Also kannst du es ruhig öfter einsetzen. Hier, die Zutaten dafür waren schwer zu finden. Gangsterbad. Aber hiermit und mit der Granate solltest du keine Probleme haben, mindestens eine Siedlung unter deine Kontrolle zu bekommen, bevor du was Eigenes zusammenbrauen musst. Und denk an uns, wenn du diesen armen Siedlern in den Arsch trittst, ja? Ja. Du sollst mir auch keinen Respekt irgendwie gegenzubringen. Du hast mich nicht mal angeguckt. Ich glaube, du solltest hier verschwinden. Ich werde euch alle abschlachten. Mit dir fange ich an. Ja, mit dir, genau. Schon richtig geguckt. Einfach nur sein Gläschen getrunken, denk so, was habe ich getan? Ich habe doch gar nichts getan. Okay. So viel dazu. Gut, ich muss ein paar Leute überreden. Abzauen, zwei Leute. Ich möchte nur betonen. Wir tun ja voll den riesigen Schlachtzugplan nehmen, dabei sind da nur zwei Leute. Soll ich dir etwa die Tür aufhalten? Soll ich verarschen? Ey. Boah. Was ist mir da? Ich muss schon sagen. Wir sind mal zurück im Commonwealth. Oh mein Gott. Wir sind noch gar nicht so lange hier in Luca World, oder? Bild ich mir nur ein. Ich dachte, da steht Dirk und nicht Dark. Gut, dann kann ich im nächsten Part wenigstens, oder vor dem nächsten Part, mal meine Klamotten alle auslagern. Wenn ich schon beim Commonwealth bin. Sauert. Oh geil, ich komme direkt hin und dann ist dann ein Dings. Strahlung, Boss. Da sollten wir einen Bogen drum machen. Wie willst du hier... Boah. Wie willst du in so einen riesigen Nebel einen Bogen rummachen? Ey, willst du mich verarschen? Genau das habe ich mir gedacht, da ist das. Oh, das ist doch ein bisschen... Ja, was soll's? Nee, der Nakanos. Den könnte ich auch mal vorbei... Bei denen könnte ich auch mal vorbeischießen. Ja.
Mein Gott, was habe ich so für Aggressionsprobleme? Das ist bestimmt, da liegt bestimmt an den Raider-Gruppen da. Die färben schon ein bisschen auf mich ab. Okay. So. Na, was haben wir hier? Okay. Immer Zeugengranate. Hi. Und einer ist, glaube ich, hier. Eine Route am machen, oder? Und mit etwas Glück brauche ich sogar hier gar nichts machen. Dann bist du ja von da hinten irgendwas getötet. Okay. Granate! Hey du. Riecht wie. Oh, Himmel. Ja? Suchst du irgendwas? Ich bin wegen deines Gebietes hier. Du solltest abhauen, solange du noch laufen kannst. Na, na, immer mit der Ruhe, okay? Wir können hier nicht einfach so weg. Das ist unser Zuhause. Pass auf, ich will euch helfen. Ihr müsst verschwinden. Sofort. Oh, so wird... Okay, du kannst alles haben. Der Ort gehört dir. Okay, tschüss. Maha. Geh. Geh und komm nie mehr wieder. Ich mach dir keinen Stress, okay? Okay. What? Also. Wenn du ihn benutzt. Wenn sie ja. Okay. Das Rudel. Okay, was auch immer. So. Das hat, weiß ich nicht, nicht lange gedauert. Preston hat das Gast, was? Wow. Wie Preston hasst mich, ey. Ich krieg die Krise. Ja, noch nicht mal hier. Wer seid ihr denn? Mein Gott, seid ihr schnell. Ich bin erschrien. Bitte nicht hassen, Preston. Ja, kein schlechter Ort, aber es werden Vorräte nötig sein. Geh zurück und sag ihnen, dass wir hier bereit sind. Wenn du dir was nehmen kannst, gehört es dir. Na, das war's. Ich war gerade Level 1 irgendwo. So. Das war, weiß ich nicht. Oh nein, ich habe mich falsch teleportiert. Boah, Transitzentrum, da ist ein Dings. Boah, ist dieser Übergang. Ich weiß auch nicht mal, warum ich der Trudel so sehr mag. Die sieht witzig aus. Ja, dann kann ich irgendwie, weiß ich nicht, die sind nicht so erinnerungsfähig. Die eine Gruppe ist eigentlich wie jede andere Raider-Gruppe einfach nur ein bisschen mehr organisiert. Und ja, jünger sind, weiß ich nicht. Bei dem habe ich irgendwie so Scientology irgendwie im Hinterkopf. Na, Rudel ist, weiß ich nicht. Da weißt du wenigstens, dass das ein Haufen Barbaren sind. Bei dem weißt du wenigstens, was es zu erwarten hast. Okay, weiter. Hier sind wir leichter entdeckt. Ich werde immer entdeckt. Um richtig zu steigen, musst du dich langsam und geduckt bewegen. Ich werde trotzdem immer gefunden von allen.
Ich weiß nicht, als würde ich mit Astronautenstiefel rumlaufen. Unterbrochen, sobald der Abzug besteht. Dafür zieht unter anderem die Maschinenpilze, Version des Sturmgewehrs und das Kampfgewehr. Ja. Mach hin, Mann. Oh. Oh, was geht? Boss, da ist jemand in der Feuerprobe. Sprich mit Rich. Er sagt dir, was zu tun ist. Gut. Es geht das Gerücht um, ein großer, böser Raider-Boss wäre ins Commonwealth einmarschiert und hätte Siedler überredet, ihr Land zu verlassen. Gar nicht übel. Ein verdammt guter Anfang. Ich sorge dafür, dass ein Teil der Kronkorken, die der Außenposten macht, in deinem Quartier warten. Nachdem wir den ersten Teil erledigt haben, kommen wir zum zweiten. Vorräte. Wenn du die neuen Gebiete behalten willst, musst du eine Siedlung in der Nähe überzeugen, Lieferungen mit Vorräten zu schicken. Ich sorge dafür, dass die Lieferungen direkt an den Außenposten gehen. Alle Kronkorken, die sie einbringen, findest du in deiner Truhe in Festtop. Und je mehr eine Siedlung für sich selbst produziert, desto mehr können sie auch rausrücken. Also, wie zuvor, liegt es an dir, die Methode zu wählen. Du kannst selbst mit ihnen reden und an ihre Vernunft appellieren, Vorräte zu liefern. Oder du und deine Crew lasst ihre Kniescheiben mit ein paar Kugeln Bekanntschaft schließen. Warum bei den Kniescheiben aufhören? Ihr seid doch krank. Ich rede mit ihnen. Die werden uns schon geben, was wir brauchen. Sicher, sicher. Also welche Bande soll ja willst du eigentlich? Hat doch gerade funktioniert. Die Leute gefügig gemacht hast. Das weiß ich. Die Jünger. Ist doch mal ein Plan. Dann wäre da nur noch das Ziel. Es muss in der Nähe unseres neuen Außenpostens sein. Keine Siedlung wird uns die Güter aushändigen, wenn niemand in der Nähe die Drohungen wahrmachen kann. Wenn du selbst mal sehen willst, welche Siedlungen in Reichweite deines Außenpostens sind, schau einfach auf die Karte in deinem... Ja, das ist irgendwie, als ich die ganze Zeit hin und her switchen muss. Gute Wahl sein, obwohl ich überprüfen müsste, ob das immer noch so ist. Also, was ist das Ziel? Wow, was soll ich denn das wissen? Ja, County Crossing, da ist glaube ich auch nichts. Das gehört schon mir, muss nicht nachgucken. War das? Oh. Ich glaube, der Laden gehört ja schon. Boss. Ich weiß, mir gehört alles im Kommen. Hey. Das ist das Ziel. Skrupellos. Um die Siedler dazu zu bringen, uns Vorräte zu überlassen, müssen sie wissen, dass man sich besser nicht mit uns anlegen sollte. Du kannst versuchen, sie zu überreden, oder du haust ihnen ein paar rein, damit sie wissen, dass wir es ernst meinen. Werkzeug der Unternehmer kann dir das Leben erleichtern. Da wir einen Außenposten in der Nähe haben, gibt es noch eine Option. Wir nutzen Funk. Der Bau eines Nuka World Radiosenders in einem Bandenaußenposten in Reichweite wird ihnen zeigen, dass wir ihnen auf die Pelle rücken. Du solltest auf der Karte deines Pip-Boys sehen, welche Außenposten nahe genug sind. Und wenn das alles nichts hilft, kannst du immer noch einen von ihnen bestechen, der dann die anderen überzeugt. Bring uns was Schönes mit. Ich bring den Kopf mit, ja. Mein Gott, jetzt muss ich schon wieder irgendwo hin. Oh. Ihr habt irgendwie, dass ich die ganze Zeit hin und her muss zwischen den Dingern. Das ist unnötig. Nuka Grape. Nuka Cola Quartz. Cola Victory, Nuka Cola Quantum, Cola Grape. Oh. Okay, also wir müssen eine Einflussbereiche wegen kurz auf der Karte diesen Bereich anzeigen zu lassen. County Crossing. Datei. Ja, ist halt jetzt nicht mehr hier. Hm. Ja. Hey, was geht? Ich bin hier, um euch, weiß ich nicht, die Sachen hier wegzunehmen, die ich euch mal irgendwann. Boah. Aber die Quest geht jetzt nicht noch so lange ewig weiter. Ich möchte jetzt nicht all meine Sachen, die ich hier erobert habe, jetzt wieder wegpacken. Ja, das wird Preston gar nicht gefallen.
Er springt mich irgendwann an, habe ich das Gefühl. Er schießt mir in die Kniescheiben. Und dann fällt er tot um. Was? Eine Bewegung und du bist tot, Ödländer. Will ich verarschen? Was haben sie heute alle? Guck dir mal meine Power Armor an. Also irgendwas hier bestimmt, was ich Charisma mäßig besser machen kann. So, Charisma 12, so klappt. Dann probieren wir mal dieses Gangster-Ding aus. Also, ja, einfach aus, was? Okay. Hi. Mein Rücken tut weh, meine Füße tun weh, alles tut weh. Cool Story, Bro. Wer muss ihn hier reden? Hey, du. Hey. Hey, sagst du mir jetzt, was du hier willst? Schon mal von Nuka World gehört? Der Freizeitpark mit den Raidern? Klar. Warum? Ich bin hier, um euch ein Angebot zu machen. Ihr überlasst mir und meinen Freunden in Nuka World Kronkorken, Nahrung, Vorräte, was immer ihr habt. Und dafür machen wir euch keinen Ärger. Oh, ich weiß nicht. Wir haben hier viel Arbeit reingesteckt. Wir können die einfach überlassen. Ich habe hier Arbeit reingesteckt. Hör mir gut zu. Ihr arbeitet ab jetzt für mich, klar? Schickt einfach schön Vorräte. Dann gibt's keine Probleme. Ich, okay. Wenn wir dich dann los sind, und jetzt verschwinde bitte. Oh Mann. Hohoho, und jetzt kompressen wir. Gage hat das gefallen. Okay, Preston bekommt nichts davon mit, ausgezeichnet. Aber bitte zieh diese Quest jetzt nicht noch. Ja, das hat die Feuerprobe dem. Ich will mal rausfinden, was als nächstes geschieht. Cool. Ich hoffe, die Quest zieht sich jetzt nicht noch so lange. Ich möchte jetzt nicht meine ganzen Siedlungen hier kaputt hauen. So, voll kacke. Ja. Ja, der Typ, der hat mich auch noch, weil ich an mir gezweifelt, dass ich da rüber gehe und die einfach freundlich überzeuge. So machen das die Leute vernünftig. Ah, schön. Okay, was kommt jetzt? Bitte nicht noch weiter, ich möchte die Quest hier beenden. Ich möchte gleich den Part beenden. Oh nein, das verschwindet. Das verschwindet. Nein. Nein. Oder nein. Marina. Fast weg. Boah. So, wo ist der Pisser? Es gibt jede Menge Gerede darüber, uns auszulöschen. Dann müssen wir ihnen wohl mal zeigen, mit wem sie es hier zu tun haben. Gute Arbeit. Und jetzt los. Jetzt besprechen die Erwachsenen die Sache. Dachte mir schon, dass das früher oder später passieren würde. Unser Außenposten hat die Aufmerksamkeit einiger unserer neuen Nachbarn im Commonwealth auf sich gezogen. Eine Raider-Gruppe glaubt, wir wollen ihr Gebiet erobern. Klingt, als würden sie alles kurz und klein hauen wollen. Auch unsere Leute. Sieht aus wie eine gute Gelegenheit, ein Exempel zu statuieren. Denkst du dasselbe wie ich? Also, ich denke da an Chaos und Zerstörung. Okay. Ja, okay, das sind Raider. Hast du auch an ein gemeinschaftliches Eisessen gedacht? Das war nicht mein erster Gedanke, nein. Also, Boss, Raider im Commonwealth sind richtige Schwachmaten und verstehen nur Gewalt. Und ich glaube, es ist an der Zeit, ihn bei sagen, ihr nichts dagegen habt, dass ich welche erledige. Aber du solltest wohl besser los. Lass unsere neuen Freunde nicht warten. Das wäre nicht sehr nachbarschaftlich. Gut. Dann würde ich aber sagen, ich beende Part hier. Und das machen wir in der nächsten Folge von Let's Play Fallout 4. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage tschüss, bis zur nächsten Folge.